So. Oh, weia. Okay. Hallo zusammen zu Hause. Eine weitere Folge von Torwarttraining daheim. Heute wieder alleine, weil wir ziemlich cooles Feedback eigentlich bekommen haben, dass die Einheit alleine eigentlich ganz cool war, weil viele wirklich alleine dann zu Hause sind, Mama und Papa vielleicht bei der Arbeit und daher keine Zeit haben. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir nochmal eine Einheit heute alleine, um euch zu zeigen, wie ihr euch auch dann alleine beschäftigen könnt, beziehungsweise wie ihr auch alleine ein bisschen an eurer Torwarttechnik, an eurer fußballerischen Technik und so weiter ein bisschen feilen könnt. Genau. Ich würde sagen, wir starten gleich mal, nehmen uns drei Hütchen und damit wir ein bisschen locker werden, fangen wir mit einem kleinen Koordinationsteil an. Drei Hütchen einfach oder Sockenpaare oder Toilettenpapierrollen, wie auch immer. Ihr kennt es ja schon, drei Hütchen, einen Ball. So, und wir beginnen einfach hier immer mit so ein paar Koordinationsgeschichten. Das heißt hier am Anfang Ball so festhalten, Daumen und Hände drüber. Die Arme sind relativ weit gestreckt davor. Wir gehen auf die Zehenspitze und machen einen Hopserlauf hier durch. Drüben wenden wir dann den Hopserlauf und spielen insgesamt drei Runden durch. Schaut so aus. Oh, und los geht's. Hopserlauf, 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 Wende, Hopserlauf, 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 Wende, Hopserlauf, 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 Wende, Hopserlauf, 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 Renn. Gut, erste Runde geschafft. Wir werden jetzt immer an den Enden nochmal prellen, also zweimal prellen. Schaut beim Prellen, dass ihr schön feste prellt und der Ball wieder mit ordentlich Tempo in die Hände zurückkommt. Ja? Bitte nicht nur fallen lassen und dann aufheben müssen, das macht keinen Sinn. Prellt ruhig ein bisschen fester und haltet den Ball mit den Handflächen ganz gut fest. Nächste Runde, also Hopserlauf, Hopserlauf, Prell, Prell, Wende, Hopserlauf, Hopserlauf, Prell, Prell, Wende und so weiter. Okay, ihr seid bereit und los geht's. So, hopp, 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 Prell, Prell und Wechsel, hopp, hopp und Prell, Prell und nächster, hopp, hopp, Prell, Prell und hopp, 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 Prell, Prell, fertig. Schwierigkeit besteht jetzt darin, im Hopserlauf zu bleiben, zweimal zu prellen, das Ganze auch noch fest genug, dann den Ball festzuhalten. Probiert es einfach mal aus, ihr könnt ruhig noch eine zweite Runde machen. Ich zeige euch aber schon eine zweite Variante. Wir gehen jetzt weiter, laufen und prellen zurück. Das heißt, wir sausen einmal 1, 2, 1, 2, 1, 2 durch, prellen und jetzt prellen wir die Sprünge zurück. Das heißt, hopp, 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 prellen, laufen, prellen, Hüpfer, prellen. Alles klar? Zwei Runden, dann kann es losgehen und wir sausen los. Eins, 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 prellen und hopp, 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 prellen und sausen. Eins, zwei, hopp, prellen, Prellsprünge, hopp, prellen. Noch einmal, eins, zwei, hopp und top, top, top. Kommt nach jeder koordinativen Laufaufgabe immer wieder vor der Aktion, also vor der Torwartaktion, immer in einen kleinen Hüpfer hier mit rein, damit ihr einfach wieder in die Nullstellung kommt, die Füße gerade ausrichtet, den Auftaktsprung sozusagen vor der Torwartaktion eben macht. Ihr könntet natürlich das Ganze jetzt auch so aufbauen, dass wir mal hier so ein bisschen gerade zur Wand hingehen. Wer eine Wand, eine Rückprallwand zu Hause hat oder eine Garagenwand oder ein Ziel, auf das er schießen kann, wo der Ball gut zurückkommt, der kann es natürlich auch mit Würfen kombinieren. Ja? Selbe Aufgabe, jetzt bloß in die andere Richtung kombiniert mit Würfen und zurückprellen. Alles klar? So, also los geht's. 1, 1, 1. Werfen, fangen, prellen, prellen, prellen. Hopp, fangen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hopp, fangen, prellen, prellen, prellen. Und fangen und sichern. Alles klar? Wunderbar. Nochmal kurz üben zu Hause. Wir gehen wieder zurück und es gibt eine nächste koordinative Aufgabe. Diesmal nehmen wir unsere Tap-Schritte her. Tap-Schritte weiß noch jeder, ich zeige es mal von der Seite. Tap-Schritte hieß immer, dass ein Fuß hüpft, ganz klein und kontinuierlich, und ein Fuß tappt immer auf den Boden auf und hat dann bei immer eine Pause. Das heißt, der tappt fest auf dem Boden, geht dann nach oben zurück, hat eine kleine Pause und arbeitet vor allem hier im Hüftbeugerbereich. Ja, der andere Fuß hüpft die ganze Zeit weiter und es entsteht ein Rhythmus.
Jetzt fangen wir mal nachher mit dem rechten Fuß eben an. Das sind die Bewegungen, um die es geht. Links hüpfen, prellen, hoch, prellen, hoch, prellen, hoch, prellen, hoch, prellen, hoch. Und das Ganze machen wir jetzt eingebettet in diesen Hütchenaufbau. Das heißt, wir haben prellen, prellen, beide Füße weg. Beim Landen jetzt die Schwierigkeit, gleich wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Prellen, hoch, hopp, tap, tap, hoch. Gesehen? So, probieren wir einfach mal aus, bis wir auf der anderen Seite sind. Das Ganze mit Ball natürlich. Unten prellen wir, sausen dann ins Sidestep zurück. Alles klar? Also, schaut so aus, wir beginnen. Tap, tap, hochspringen. Tap, tap, hochspringen. Tap, tap, hochspringen, prellen, Sidestep zurück. Hopp. Alles immer so, dass der Ball vor euch bleibt, dass ihr ihn gut in der Sicherung habt, in eurer Tasche hier, und es geht von vorne los. Tap, tap, Sprung. Tap, tap, Sprung. Tap, tap, Sprung. Prellen und seitlich zurück. Und hopp, hopp, Sprung drüber. Eins, zwei, drüber. Eins, zwei, drüber. Tap und Pause. Puh, ganz schön anstrengend. Vor allem, wenn man auch noch dabei redet. Wir gehen auf die andere Seite. Das heißt, wir starten jetzt immer mit dem linken Fuß. Der tappt, der rechte Fuß hüpft immer weiter. Und wir tappen den Ball nachher wieder so in unsere Hände. Alles klar? Kommen dann im Sidestep weg und beginnen wieder von vorne. Drei Runden wieder. Auf die Plätze. Ihr macht euch fertig. Fertig und los geht's. Tap, tap, drüber. Tap, tap, drüber. Tap, tap, drüber. Hopp. Sidestep. Tap, tap, drüber. Tap, tap, drüber. Tap, tap, drüber. Hopp. Sidestep. Letzter. Tap, tap, drüber. Tap, tap, drüber. Tap, tap, drüber. Hopp. Pause. Genau. Kurz ausschnaufen, dann probieren wir die letzte Runde. Das Ganze ist jetzt ein Zwischenmix aus Tap-Schritten in die Richtung und in die Richtung. Wir beginnen mal auf der Seite und wichtig ist jetzt, dass wir hier keinen Sidestep mehr zurück machen, sondern dass wir den Tap auf den anderen Fuß wechseln. Das ist ziemlich kompliziert, schaut ohne Ball und ohne Hütchen so aus, wir tappen. Tap, tap, wechseln, 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 wechseln. Der Wechsel passiert immer dann, wenn beide Füße gleichzeitig auf den Boden kommen. Die Gewichtsverlagerung passiert dann eben auch automatisch. Man muss es aber erstmal ausprobieren. Also am besten ist, vielleicht jetzt kurz Pause machen und diesen Rhythmus einfach mal probieren. Eins, zwei, wechsel, wechsel, hopp, wechsel. Wechsel. Je öfter ihr auf einem Fuß tappt, desto leichter passiert der Wechsel. Schwieriger wird es, wenn man jedes Mal wechselt. Nämlich hier. Tap, 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 tap. Okay? Trotzdem probieren wir es. Tap-Schritte. Rechts, rechts, Sprung. Rechts, rechts, Sprung. Rechts, rechts, Sprung. Rechts, rechts, Wechsel auf links. Dann links, links, Sprung. Links, links, Sprung. Links, links, Sprung. Fertig, okay? Gut, wir probieren es. Ball bleibt immer hier vorne, als hätten wir gerade den Schuss gehalten. Los geht's mit Tap, Tap, Sprung. Tap, Tap, Sprung. Tap, Tap, Sprung. Tap, Tap, Wechsel. Tap, drüber. Tap, Tap, drüber. Tap, Tap, drüber. Tippen. Pause. Okay? Geschafft, jeder? Ich denke schon, ja. Vielleicht könnt ihr euch auch, wenn ihr das Ganze aufnehmen wollt, ja, auf dem Handy zum Beispiel, dann könnt ihr euch danach eure Bewegung mal angucken und gucken, ob die so ähnlich aussieht wie meine Bewegung oder ob da irgendwo noch ein kleiner Hackler drin ist. Wer die Möglichkeit hat, dass er einen Trainingspartner hat, der nimmt ihn bitte mit dazu und der kann ihm auch noch mal ein paar Tipps geben, wo es noch vielleicht ein bisschen unrund ist. Wir gehen in die zweite Runde. Nochmal das Ganze. Ball hier vorne halten. Und los geht's. Hoppla, nochmal von vorne. So, also, tap rechts, rechts, drüber, rechts, rechts, drüber, rechts, rechts, drüber, weg, tap, tap, wechsel auf links,
drüber, links, drüber, links, drüber, links, fertig. Trainingpause für alle. Wir sehen uns in einer Minute wieder. So, dann für die nächste Übung brauchen wir einen Hocker. Wir haben das letzte Woche schon gemacht mit einem Stuhl-Alternativ oder einem kleinen Antritt. Zum Beispiel sowas, was Kinder zum Zähneputzen benutzen, um hoch ans Waschbecken zu kommen. Sowas wäre ideal. Das bräuchten wir jetzt dann gleich. Und wir brauchen wieder eines dieser Hütchen. Und gehen mal ungefähr 1-2 große Schritte von diesem Hocker weg. Wir brauchen einen Ball und am besten eine Wand. Wer allerdings einen Trainingspartner hat, der hat seinen Trainingspartner hier vorne stehen. Der Trainingspartner hat den Ball nachher in der Hand und muss den Ball eben wieder zurückspielen. Hier allerdings haben wir keinen Trainingspartner. Das heißt, wir legen uns mal den Ball hier vorne hin, dass so ein kleines Dreieck entsteht zwischen Hocker, den Hütchen und dem Ball. Okay? So, gehen wir ein bisschen weiter hinter. Wir hier genug Platz haben. Und zwar erste Runde. Der rechte Fuß geht mal mit dem gesamten Umfang, also hier von Fußspitze bis Fußferse, einmal auf diesen Hocker und wir richten uns hier erstmal so ein bisschen ein. Gehen mal so ein bisschen auf den rechten Fuß, merken so, ja, aber wenn ich so trete, dann habe ich eigentlich eine ganz gute Kraft. Jetzt verlagern wir das Ganze mal ein kleines bisschen nach vorne, bisschen mehr auf die Zehenspitze, nicht auf die Zehenspitze direkt gehen, aber mal das Gewicht ein bisschen weiter nach vorne auf die Zehenspitze, dann ist es eigentlich ideal. So, was wir möchten ist, zunächst mal den Schuh binden. So, dann geht es nach oben. Wir springen dreimal nach oben. Und wenn wir springen, springen wir erstens so hoch wir können. Zweitens zieht der linke Fuß bzw. das Knie und der Oberschenkel in eine rechte Winkelposition, so wie hier. Und wir nehmen die Arme auch noch mit, gegengleich. Hier ist links oben, also wäre der rechte Arm dann oben. Ihr könnt so rum beginnen. Jetzt ist rechts oben, links oben. Rechts unten die Hand und linker Fuß unten. So, wenn wir jetzt reingehen in diese Bewegung, ist es gegengleich. Wir machen das Ganze aber mit einem Sprung. Anschließend nach den drei Sprüngen seitlich weg, runter zum Hütchen greifen, zum Ball, den Ball an die Wand passen, feste, dass der Ball zurückkommt und wir gehen in die aufnehmende Position rein. Alles klar, das Ganze machen wir dann doppelt, sodass wir zwei Aktionen haben. Alles klar, los geht's. Erste Runde. 1, 2, 3. Seitlich weg. Hopp. Ersten den Ball an die Wand. Zurückprallen. Hinlegen. Zweiter Ball. Hopp. Aufnehmen. Und plumpsen. Genau. So. Ball wieder hinlegen. Das war's schon. Wir machen insgesamt 5 Runden. Erste Runde haben wir schon. Zap, zap. So. Zweite Runde. Ihr macht mit mir mit und los geht's. Hopp. 1. Hopp. 2. Hopp. 3. Seitlich weg. Hopp. Runter, anspielen, erster Ball, auf die Knie, wieder nach oben kommen, hopp, und runter geht's. Dritter Durchgang, und los geht's. 1 und Nummer 2. Und nach unten. Durchgang Nummer, was haben wir? 4. Und wir hören dann nachher nochmal nach dem 4. kurz auf, gehen ein bisschen auf die Technik ein. 1, 2, 3. Seitlich weg, hopp. Anspielen, erster. Nach unten. Und versucht die Bewegung so langsam wie möglich zu machen, um eure Ellenbogen und eure Handgelenke nach vorne abzulegen. Gehen wir nochmal kurz ein auf die Technik. Der Ball wird fest gegen die Wand geschossen. Was tue ich dabei? Ich gehe schon mal in so eine Erwartungshaltung. Schon mal ein bisschen weiter runter. Auch hier ist wieder dieser Auftaktspringen dabei. Wenn ich sehe, dass der Ball zentral und flach zurückkommt, gehe ich sofort in die Grätsche rein und überlege jetzt, kommt der Ball tendenziell eher auf den linken Fuß
oder auf den rechten Fuß oder kommt er ganz gerade, dann kann ich ein bisschen spielen. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich mal einen Wechsel eingebaut habe. Einmal geht es auf die Seite, der Ball eher auf die rechte Fußseite. Ja? Das heißt, hier gehe ich ins Knie, hier bleibe ich lang, hier nehme ich den Ball auf und gehe dann so nach vorne. Und manchmal spiele ich über die andere Seite, dann kommt dann der Ball hier auf den linken Fuß. Wir gehen mit dem linken auf, nehmen ihn hier auf und gehen dann über die Seite. Könnt ihr spielen, wie ihr wollt, auch hier ein bisschen variieren. Wir haben aber noch einen Durchgang, Durchgang Nummer 5. Könnt ihr jetzt einen rechts, einen links spielen, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass dann somit trotzdem gerade zurückkommt und wir in dieser Technik drin bleiben. Okay, los geht's. 1, 2, 3, seitlich weg. Hopp, nach unten. Erster einmal aufnehmen. Hopp, zweiter Ball eher nach links. Hopp, und nach unten. Genau. Okay, gut gemacht, Jungs. Und Mädels und Omas und Opas und Mamas und Papas, wir wechseln kurz. Alles einmal auf die andere Seite. Und wir lassen jetzt den Ball in der Hand. Ihr seht gleich warum. Die Übung ist genau die gleiche eigentlich wie gerade. Okay? Nur dass jetzt der linke Fuß immer nach oben springt und der rechte Fuß bzw. das rechte Knie gegengleich mit nach oben reißt. Auch hier wieder einen rechten Winkel im Hüftbeuger herstellen, in der Hüfte und auch im Knie. Und den Ball behalten wir die ganze Zeit in der Hand. So, wenn wir hier unten ankommen, legen wir den Ball einmal kurz aufs Hütchen ab, heben ihn aber gleich wieder hoch, feuern ihn gegen die Wand, einmal gerade, zweimal gerade, fangen, sichern. Alles klar? Gut. So, wir beginnen, 3 Stück wieder. Und los geht's. Hopp, 1, hopp, 2, hopp, 3. Achtung, Sidestep, Ball leicht aufs Hütchen, rauskommen, Position wieder gerade, Füße gerade, erster Ball, hopp, fangen, sichern. Zweiter Ball fangen, sichern, auflösen und wir gehen in die nächste Runde. Linker Fuß wieder auf das Höckelchen oder auf den Stuhl. Ihr könnt auch zum Beispiel den Deckel einer Kühlbox nehmen. Das geht auch. Irgendwas, was ein bisschen erhöht ist, was unten nicht unbedingt wegrutscht und was ein bisschen Widerstand auch gibt, damit ich hoch wegspringe. Ja, das muss nicht genauso hoch sein. Schlecht ist, wenn der Stuhl so hoch ist, das macht dann keinen Sinn mehr, weil man eigentlich nicht mehr richtig nach oben kommt. So auf der Höhe vielleicht so 20, 30 cm hoch, das würde uns schon genügen. Okay, Nummer 2 und los geht's. 1, hopp, 2, 3, rüber geht's. Einmal, hopp, nach unten, stehen, erster Ball sichern, hopp, zweiter Ball und sichern. Alles klar? Und Runde Nummer 3. So. Und 1, hopp, 2, hopp, 3. Und einmal rüber, hopp, gerade stehen, hopp, sichern, hopp, und sichern. Und Durchgang Nummer 4. Puh, ganz schön anstrengend. Und los geht's. Hopp, 1, hopp, 2, hopp, 3. Und fertig. Seite rüber, Ball ablegen, nach vorne. Fangen, sichern, fangen, sichern. Durchgang Nummer 5, dann haben wir es hier schon wieder. 1, 2, 3, seitlich weg, hopp, einmal nach vorne, halten und sichern. Alles klar? Sehr gut, ihr könnt noch ein, zwei ausprobieren. Ich baue dann ganz kurz schnell was um. Bei der letzten Übung ändert sich ein kleines bisschen was. Probiert es einfach nochmal aus. Schaut, dass ihr gerade bei der Fangtechnik sauber bleibt. Sauber im Sinne von, wir wollen den Ball so fangen, wie wir es schon geübt und gelernt haben. Nämlich so, dass die Daumen dahinter abschließen, die Zeigefinger sich fast berühren, so eine Art Dreieck entsteht, unser Torwartdreieck. Und je kleiner die Kinderhände sind, desto größer müssen wir hier auseinandergehen. Und ihr seht, dass es trotzdem funktionieren kann, dass die Daumen noch hinter dem Ball bleibt. Entscheidend ist hier jetzt der Druck, den meine Handflächen auf den Ball seitlich drauf geben. Das passiert, je näher ich dran bin, natürlich umso besser. Ja? Allerdings, je näher ich dran bin, umso mehr
weiche ich auch immer wieder aus, gerade wenn der Ball besonders feste zurückkommt. Also wollen wir so einen Mittelweg finden, nämlich dann, wenn der Arm ca. 90 Grad gebeugt ist, dann hat er immer noch Spiel zum Federn, auch bei scharfen Bällen. Also Daumen dahinter, Zeigefinger dahinter, Druck mit den Handflächen auf den Ball und die Ellenbogen ruhig etwas auseinander, 90 Grad, damit wir hier wie ein Stoßdämpfer schön federn können. Gut, aber die Jungs wissen das schon, die Mädels natürlich auch. Von daher können wir eigentlich gleich weitermachen. Aufsetzerbälle jetzt als nächstes. Und wir haben hier eine kleine Sprungaufgabe. Das heißt, wir gehen einmal auf den Hocker drauf, springen nach oben, springen dann wieder hinten runter, springen dann über den Hocker. Okay, also schaut's aus. Eins, runter, drüber. So, und wenn wir jetzt hier landen, geht's in einen Hopserlauf rein. Und zwar für 4 Sekunden. Okay, 1, 2, 3, 4. Danach werfe ich den Ball als Einwurf an die Wand, versuche ihn vor dem Hütchen zu halten. Hopp, Nummer 2, wieder in die Vorhalteposition bringen und sichern. Alles klar? Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal. Wieder 5 Durchgänge, los geht's. 1, hopp, drüber und 1, 2, 3, 4, Einwurf, hopp, festhalten, sichern. 2. Hopp, Einwurf, festhalten, sichern. Schaut, dass ihr den Ball möglichst weit vom Körper jetzt beim Fangen erstmal wegdrückt. Je näher er kommt, desto unsicherer fühlen wir uns, desto unrunder ist die Bewegung, weil der Ball plötzlich schnell auf Gesichtshöhe ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Ball so früh es geht eben halten. Denkt wieder daran, eure Arme so etwa in 90 Grad reinzubringen, damit wir hier den Ball auch ohne Probleme und mit genügend Abstand zum Gesicht halten können. Durchgang Nummer 2. Und los. Hopp, hopp. Und Hopserlauf. Gleich reingehen, ohne Pause. 1, 2, 3, 4. Und Einwurf, hopp, sichern. Und 2. Hopp, Einwurf und sichern. Okay? Durchgang Nummer 3. Und los geht's. Hopp, runter. Und Hopserlauf. 1, 2, 3, 4 und los geht's. Hopp. Einmal, hopp, und Nummer 2 und sichern. Zur Brust ziehen, die Hände ruhig überkreuzen. Manche sichern so, manche so, manche so. Ich bin immer ein Freund davon, dass wenn ich etwas umarme und festhalte, dass ich da eigentlich am sichersten mit bin. Ja? Hier flutscht er vielleicht raus, hier habe ich vielleicht den Oberarm irgendwie schlecht oder den Unterarm zu rutschig. Oder es ist eine Gefühlssache. Ich würde auf jeden Fall immer über Kreuz sichern, denn was ich habe, habe ich und das macht mich sicherer. So, Nummer 4 und los geht's. Hopp, 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 1, 2, 3, 4 und los geht's. Hopp, einmal sichern und Nummer 2, hopp, sichern und in die Armkugel fallen lassen. Gut, und wir haben den letzten Durchgang. Und los geht's. Hopp, hopp, hopp und Hopserlauf. 3, 4, stehen, Einwürfe weg, hopp und weg geht's. Hopp, Einwürfe, sichern und finito. Sehr gut. Dann kurze Trinkpause. Das war unser Koordinationsteil. Ihr könnt jetzt noch ein kleines bisschen weiter üben. Könnt, wie gesagt, das Ganze auch immer weiter spinnen. Ihr könntet zum Beispiel jetzt auch hergehen und den geraden Ball, der zurückkommt, über die Seite halten, hier langsam runtergehen, hopp, über die Seite aufstehen und auf die linker Fuß vor, Hände über den Ball drücken, Ball in den Boden drücken und wieder nach oben. Die Technik haben wir aber gleich eh noch im Gepäck, von daher jetzt erstmal kurz was trinken gehen und neue Kraft tanken. Bis gleich. So, okay, hier sind wir wieder. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nur noch 2 Hütchen und einen Ball. Hocker kann raus, Sprünge etc. Alles vorbei jetzt. Jetzt wird ein bisschen gezockt, Fußball gespielt und vor allem ein bisschen an der Torwarttechnik seitlich gefeilt. Alles, was wir brauchen, ist wieder nur ein kleines Hütchentor, eine Rückprallwand oder einen
Partner, der mit mir spielt. Wir kennen schon die erste Übung, die haben wir schon ein paar Mal gemacht. Beginnen aber trotzdem wieder. Es gibt immer eine Torwartaktion mit dabei. Ja? Wir schalten jetzt schon mal, weil wir zwei schon hatten, die ersten beiden gleich mal hintereinander, nämlich flacher Ball und hoher Ball im Wechsel. Bekommen den Ball zurückgespielt, lenken mit dem rechten langen Fuß auf die rechte Seite. Schussfinte rechts, Anspiel links, der Ball kommt zurück, links lenken, links Schussfinte, dann rechts spielen, aufnehmen, aufstehen, zweiter Ball werfen, fangen und sichern. Alles klar? Schaut so aus. Erster Ball kommt zurück, lenken, Schussfinte, links kommt zurück, links lenken, links Schussfinte, rechts spielen, erster Ball. Halten, aufkommen, stehen, der zweite fangen, sichern. Alles klar? Soweit, so gut. Nächste Runde fertig machen, Ball kann immer zwischen den Hütchen rausstarten und ihr beginnt mit dem nächsten Spiel. So, anspielen, lenken rechts, hopp, Schussfinte, spielen links, links lenken, links Schussfinte, spielen rechts, Auftaktschritt, Kugel holen, fallen, aufstehen, Schritt, werfen, fangen und sichern. Alles klar? Sehr gut, steckt ein Haufen drin, zwei verschiedene Torwarttechniken. Auch hier seht ihr, dass ich jedes Mal vor der Torwartaktion einen kleinen Hüpfer mache, auf die Zehenspitze, bringe die Zehenspitze ein bisschen nach hinten, um so eine Grundbewegung nach vorne schon zu gewährleisten. Und mal abgesehen davon haben wir auch noch zwei Finten mit drin, nämlich Schussfinte rechts und Schussfinte links, die uns immer dabei helfen, gerade wenn wir mitspielen und Gegnerdruck bekommen. Also, Ball kommt, sagen wir Sechser zurück, anspielen, hopp, Keeper spielt zum Beispiel wieder mit dem Sechser oder mit dem Innenverteidiger. Oder mit dem Außenverteidiger oder mit wem auch immer. Ja? Erzeugt ein kleines Bild, wo der Ball herkommt, wo ihr in etwa gerade seid. Wir könnten jetzt zum Beispiel irgendwo zwischen 5 Meter Raum und 11 Meter Punkt stehen, spielen aktiv mit, bekommen den Ball von unserem Innenverteidiger nach Hause und wir spielen darüber. Gegner kommt mit, Gegner ausgetanzt mit der Schussfinte. Wir spielen wieder hier rüber und das Ganze geht hier rüber. Schussfinte links, spielen, aufnehmen. Zweiter Ball, stehen und hier sind wir. Alles klar? Gut. Nochmal kurz üben. Auch hier können wir wieder im Prinzip ganz, ganz viele Varianten fahren. Ich nehme jetzt mal exemplarisch für die nächsten drei Durchgänge drei Varianten mit raus. Ja, ihr könnt sie dann auch zu Hause verbinden, wie ihr wollt. Das ist eigentlich egal. Wir haben jetzt Schussfinte rechts, Schussfinte links gehabt. Jetzt verbinde ich sie und zwar bei jedem Durchgang immer mit neuen Geschichten. Alles klar? So, die Bälle, die ich jetzt spiele, sind nicht mehr gerade, sondern ich spiele den Ball auf die rechte Seite nachher. Das heißt, von hier komme ich raus, spiele den Ball so gegen die Wand, dass er nach rechts kommt. Ich gehe rechts zum flachen Ball, seitlich, über das Knie nach oben, werfe den Ball nachher an die Wand und gehe wieder seitlich zum Ball, halte ihn und drücke ihn in den Boden. Okay? So, als Variante, wir spielen den Ball zu uns, lenken ihn. Unsere Variante ist lenken, ziehen zurück, ziehen vorlegen, Schussfinte. Schaut so aus. Lenken, ziehen zurück, ziehen vorlegen, Schussfinte. Und wir spielen wieder. Lenken, ziehen zurück, ziehen vorlegen, Schussfinte. Spielen, seitlicher Ball, aufkommen, hopp, fangen und seitlich auf den hohen Ball gehen. So, ziehen zurück, ziehen vorlegen, ziehen und Schussfinte hatten wir hier. Nächste Variante, die wir ausprobieren. Spielen, wir kombinieren das Ganze mit Lenken, Sohlenwende, abkappen rechter Fuß, spielen rechts, dann nach links lenken, Sohlenwende links, abkappen links und links spielt an die Wand. Okay, diesmal auf die linke Seite. Okay, also spielen, so lenken, Sohlenwende, Ball rollt, abkappen rechts, spielen, lenken, hopp, Sohlenwende links, abkappen, linker Fuß, so und jetzt spielen wir links gegen die Wand, einmal, hopp, nach unten, aufkommen, reicht auch in die Knie, hopp, und wieder nach unten. Wer will, kommt auch ganz nach oben
Kopf, linker Fuß nach vorne und wir prallen nach unten. Genau. So, dann letzte Variante. Und zwar, der Ball kommt zurückgespielt. Wir lenken den Ball einmal zu der Seite, packen gleich die Sohlenwände aus, so wie jetzt gerade, kombinieren es aber nicht mit Abkappen, sondern mit Schussfinden. Hier die Schussfinte links, nachher die Schussfinte rechts. Also, lenken, Sohlenwände rechter Fuß, Schussfinte links spielen, Ball kommt, lenken mit links, Sohlenwände links, Schuss antäuschen, Schussfinte, spielen, linke Seite, aufkommen, zweiter hopp, und nach unten. Jawohl. Okay. Dann, nächste Variante. Wir gehen ein kleines bisschen zurück hier. Nein, stimmt gar nicht. Wir bleiben so. Die Richtung wollten wir eigentlich. Was wir jetzt probieren ist, wir spielen das Ganze als Doppelpass aus. Geht entweder mit Trainingspartner, geht aber auch über die Wand ganz gut. Ja? Was wir tun ist folgendes. Wir spielen jetzt den Ball mit dem rechten Fuß an die Wand. Alles klar? So, der Ball kommt zurück und wir ziehen den Ball direkt mit einer Schussfinte hinter das Standbein rein. Also hierher. Der Ball geht nach links. Wir spielen mit links. Der Ball kommt ums Hütchen rum. Lenken, Sohle weg, spielen. Der Ball kommt einmal zurück zum Aufnehmen. Nach dem Aufnehmen gehen wir nach oben, nach hinten, auf die Torlinie, werfen den Ball auf die Seite, gehen über die Seite zum Ball, kommen nach oben, legen ihn hin und spielen uns nochmal auf die rechte Seite. Ganz schön viel, aber wir kriegen es trotzdem ganz gut hin. So, also, hopp, erster Ball, Schussfinte weg, Achtung, Doppelpass jetzt, links rum, hopp. Lenken, Sohle, spielen, erster Ball flach, zentral. Gut, auf die Torlinie, hier, werfen und Achtung, jetzt über den rechten Fuß nach vorne. Hopp, auf, Ball liegen lassen, stehen, spielen und nach unten liegen. Gecheckt alle? Wunderbar. Dann können wir weitermachen. Ich gehe jetzt doch ein bisschen weiter zurück. Muss jeder so ein bisschen für sich selber herausfinden, wie er da am besten fährt. Nächste Runde. Ball kommt zurück. So, hopp, Schussfinte. Die war nicht gut. Warum? Weil ich nicht in den Doppelpass reinkomme. Also die Schussfinte müsste jetzt hier ein bisschen fester sein, was wir jetzt auch tun. So, also Ball kommt. Hopp, Schussfinte. Passweg geht auf. Spielen, Doppel, lenken. Sohle, spielen. Aufnehmen, plumpsen. Und Nummer 2. Stehen. Hopp. Werfen, hoppla, falsche Technik, die hier wollen wir. Einmal nach unten, aufkommen, stehen, spielen und zur Seite. Weg. Macht die Techniken sauber und vor allem erst langsam. Wir haben jetzt hier eigentlich einen ja, Betonboden mit einem dünnen Teppich drüber. Und es geht aber trotzdem. Ja? Also man verletzt sich dabei nicht unbedingt, es tut auch nicht besonders weh. Wenn man lange Sachen anhat, das passt schon. Wichtig ist nur, dass wir die Technik sauber und langsam reinbekommen, sodass wir uns eben auch nicht verletzen und uns nicht wehtun. Also keine großen Sprünge, kein Landen auf den Kniescheiben oder Ellenbogen, das tut natürlich wahnsinnig weh, sondern wir kippen mehr und mehr nach unten und rollen das Ganze dann immer über so eine Wippbewegung eben ab. Schaut das euch nochmal gleich an bei den beiden Bällen auf die Seite. Wir starten wieder. Hopp, Schussfinte, rechter Fuß, Passweg geht auf. Hopp, Doppelpass mit unserem Innenverteidiger, lenken, Sohle, erster Ball, hopp, aufnehmen. So weit, so gut. So, jetzt gucken. Wir werfen den Ball, rechter Fuß geht vor und wir gehen in der Kippe und in der Wippe nach unten. Und so vermeiden wir eben, dass wir auf dem Boden krachen, prallen oder dass es uns wehtut. So, aus der Wippe nach oben, rückwärts Ball hinlegen, spielen und auch hier wieder hopp. Gleich in so eine Kipp- und Wipp-Bewegung hineinkommen. Alles klar? Auch für die andere Seite wollen wir das nochmal kurz machen. Anspielen. Hopp, hoppala. Das war natürlich gar nichts. Um Gottes Willen. Warum ist denn hier ein bisschen eng geworden? So, also links spielt der Ball an. Hopp, links Schussfinte.
rechts Doppelpass, links lenken. Sohle, spielen, hopp, weg geht's. Erster Ball aufstehen und wir gehen jetzt über die linke Seite. Heißt, hopp, kippen, wippen, aufkommen, stehen, hopp, kippen, wippen. Alles klar? Nochmal von vorne das Ganze. So. So, genau. Und auf geht's. So, spielen. Hopp, Schussfinte links. Doppelpass weg. Einmal lenken. Sohle. Spielen. Aufnehmen. Aufkommen. Hopp, stehen. Kippen, wippen. Runterkommen, wieder nach oben kommen und runter hinter die Linie und zweiter Ball. Kippen, wippen. Alles klar. Gut, so Jungs und Mädels und Omas, Opas, Mamas und Papas. Das war's schon wieder. Wir sind am Ende der heutigen Einheit. Torwarttraining daheim und Aloha. So kann man es nämlich auch manchmal machen, wenn einem der Partner irgendwo gerade nicht zur Verfügung stellt. Ihr könnt alle Übungen nachher natürlich immer wieder abrufen. Die bleiben auf YouTube drin. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt alleine geübt habt, nachher nochmal mit Mama, Papa oder Bruder und Schwester üben. Gar kein Problem. An dieser Stelle wünsche ich euch, liebe Eltern und liebe Kinder, eine schöne Weihnachtszeit. Eine trotz aller Situationen, die wir haben, eine besinnliche Zeit. Ganz, ganz viel Freude unterm Weihnachtsbaum. Und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder, in welcher Form auch immer. Wir bleiben auf jeden Fall mit Ihnen am Ball, geben weiterhin alles für euch zu Hause. Und wir wünschen euch jetzt alles Gute, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Euer Torwarttrainerteam von der Münchner Fußballschule. Bleibt daheim, bleibt gesund. Ciao, ciao.